So, hallo, ich grüße euch. Ich zeige euch erstmal, was ich hier vorbereitet habe. Und zwar, ihr seht auf der linken Seite das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Und hier auf der rechten Seite die Treasury Notes für 5 Jahre im Cash. So, ihr seht hier drei Diagramme, die erkläre ich gleich. Das obere Diagramm ist der Kursverlauf. Die grünen Kerzen hier bedeuten immer einen Aufwärtstrend, die roten einen Abwärtstrend. Und zwar sind das sogenannte Heikin-Ashi, also spezielle Trendfolgekerzen, die über einen Mittelwert gebildet werden. Und ihr seht oben und unten die sogenannten Bollinger-Bänder, müsst ihr euch so vorstellen wie bei einer Minigolfbahn. Ja? Das heißt, wenn der hier oben anläuft, dann rollt der Ball in die Gegenrichtung. Der läuft hier ran, dann läuft er hier rein. Und in der Mitte ist wie eine kleine Vertiefung, dass die Kugel ab und zu dort hängen bleibt und sehr viel Schwung braucht, um da drüber zu kommen. Man sieht also, dass ein paar Mal hier abprallt an der Mittellinie, hier an der Stelle zum Beispiel kurzen Haltepunkt liefert, dann drüber rollt. Aber man sieht sehr schön, dass es immer dann, wenn es irgendwo angelaufen ist, an die äußere Begrenzung wieder umkehrt. So, und am Verlauf dieses Bollinger Bandes kann man also ein bisschen vorausahnen, wo die Reise hingeht. Das nächste, was wir hier sehen, ist das sogenannte MACD. Das ist diese hier. Moment, ich muss mal noch das Diagramm umstellen. Ich sehe gerade, das ist ja noch gar nicht unser Haupt. Ja, genau. Hier, MACD. Das ist im Prinzip das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Oben sind die Käufer, unten die Verkäufer. Und man sieht auch hier, wie die Tendenz wechselt. Ne? So, ich muss jetzt hier natürlich mal ein bisschen kürzer schalten, auf 1 Minute, damit wir heute auch was sehen. Hier vorne auch. So, ne? Und das hier unten, das sind sozusagen Williams. Hier oben auch wieder der überkaufte Bereich und hier unten der überverkaufte Bereich. Das heißt, wenn das hier unten zu lange sozusagen abverkauft wird, dann fängt im Prinzip der Preis an wieder zu steigen. Und wenn es hier oben sozusagen keine Käufer mehr da sind, weil im Prinzip das so wie Restposten eben nicht abverkauft wird, dann fällt der Preis wieder. Ne? Wenn der Preis fällt, kommt wieder ein neuer Käufer an den Markt. So muss man sich das vorstellen. So, man sieht also hier, dass es dann wendet. Ne? Also in dem Moment, wo der Kurs ja abkippt, kippt da oben auch ab. Und in dem Moment, wo da hier die Nulllinie schneidet, kommt es zu einem sehr starken Abfall. In der Gegenrichtung auch. Dort an der Stelle, wo da die Linie schneidet, reißt das richtig nach oben, obwohl der Kurs ja fast gerade ist. So, und die drei Kennlinien miteinander, die bilden eben einen Zusammenhang. So, das heißt, man schließt also sozusagen, also man fängt hier unten, man kauft hier unten ein und man verkauft hier oben. Ne? Und an der Differenz zwischen dem Kurs von hier bis hier, daran verdient der Börsenhandler. Und genauso funktioniert das hier. Hier oben wird verkauft, dann fällt der Kurs und hier unten wird im Prinzip wieder noch billig nachgekauft. Und aus der Differenz zwischen dem hohen Kurs beim Verkauf und dem billigen Kurs beim Wieder-Nachkaufen entsteht auch ein Gewinn. So, hier muss man also im Verkaufen sein und hier muss man im Kaufen sein, wenn man Gewinn machen will. So, wir haben jetzt noch 4 Minuten. Einen kompletten Kurs über, wie man diese Diagramme liest, kann ich jetzt natürlich in einer kurzen Zeit nicht geben, aber in der Playlist fürs Treten ist also erklärt, wie diese Kurse eingestellt werden und wie man es interpretieren kann. Das sind also 5 oder 6 Stunden Video, wo ich auch mal zeige, welche Gewinne hier möglich sind und wie man im Prinzip mit einem Diagramm umgehen muss. Ich muss mal hier drüben noch ein zweites, auf meinem Hauptbildschirm noch ein zweites Programm mitstarten, weil ich da noch im zweiten Handelssystem drin bin. Kann ich aber jetzt hier nicht zeigen, weil passt nur eins hin, wird sonst zu klein und zu unübersichtlich, aber ich möchte das parallel damit verfolgen. Jawohl. So, nochmal ein bisschen Ton einschalten.
So, jetzt sind wir eigentlich gerüstet, sieht alles gut aus. Angemeldet bin ich auch. So, jetzt ist es wie bei Silvester. Es geht gleich los. Die Uhr müsstet ihr mit sehen hier. 23:56 Uhr und 43 Sekunden. Wir haben also noch 2 Minuten, bevor es hier losgeht. So, hier sind wir mit Demogeld unterwegs. Das ist also hier 10.000 Demogeld. Wenn man echtes Geld hätte, sind heute, ich würde sagen, 5.000 bis 6.000 Euro Gewinn möglich. Also das heißt, wenn es positiv läuft, wäre also der Kontostand dann 16.000. Wenn es gegen uns läuft, wären wir bei 4.000. Das ist weniger erfreulich. Aber wenn man vorsichtig ist und nicht zu viel riskiert, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Man nennt die Größenordnung 10.000 auch ein Lot. Ne? Man muss ja auch sagen, man muss ja nur 1% bei manchen Handelssystemen auch nur 0,5% des gehandelten Wertes als Sicherheit hinterlegen, weil in dem Moment, wo im Prinzip das Gegenein läuft und die Sicherungshinterlegung aufgebraucht wird, würde der Handel geschlossen werden. Also die Bank hat sozusagen null Risiko. Für einen selber kann es aber so schlecht laufen, dass also das Geld, das man da eingesetzt hat, los ist, wenn man in der falschen Handelsrichtung unterwegs ist. Also beispielsweise, man hätte hier gekauft, weil man meint, das geht noch weiter hoch, derweil bricht der Kurs ja weg und läuft nach unten, da hätte man also hier einen Verlust. So, und ähnlich wäre es, wenn man hier nicht ausgestiegen wäre und es weiter im Verkaufen geblieben wäre und hier dreht er an die Gegenrichtung, dann würde also hier durch den Rückwärtslauf wieder ein Verlust entstehen. Ne? So. Das heißt, er muss also hier schließen, hier kaufen, hier schließen, hier verkaufen. Ne? Ist immer schön im Wechsel. So, wenn man das verpasst, weil man meinetwegen am Telefon hängt oder weil man auf Arbeit muss oder der Rechner abgestürzt ist, dann können also hier die Verluste entstehen. Wenn man sich eine richtige Handelsstrategie überlegt, dann geht es eigentlich ganz gut. Man muss eben bloß sehr konzentriert sein und darf sich nicht ablenken lassen. Und vor allen Dingen eben seine ursprünglich zurechtgelegte Handelsstrategie nicht ohne Grund einfach so verlassen. Ja, das ist also mindestens genauso schlecht. Wir haben jetzt noch 1 Minute. 23 Uhr müsste das öffnen. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung würde der Kurs springen? Das ist eine sehr spannende Frage. Am Freitag, da müsste ich jetzt direkt mal in meinen anderen Account reingucken, was da los war. Euro-US-Dollar, ja, hat noch einen Sprung nach unten. Die Tendenz im Euro-US-Dollar ist negativ, sieht man hier. Wir sind hier in 5 Minuten. So, gut. Man kann es auch hier mal mit laufen lassen. Das ist Euro-US-Dollar. Quatsch, US-Dollar, japanischer Yen. Die eigentlich spannende Geschichte. Gleiche Diagramm, MACD, Williams. Ne? Wenn der also von hier oben hier runter bricht, wird verkauft. Wenn er von hier unten hoch zugeht, wird gekauft. So, und das ist also das Verhältnis zwischen Käuferschicht und Verkäuferschicht. Und man merkt also, wenn die hier abnehmen, geht es dann wieder hoch. Und wenn die hier oben wechseln, geht es runter. Ne? Hier grün, rot ist dann hier ein Abwärtstrend. So funktioniert das. So, noch ist nichts passiert. Müsste aber eigentlich jetzt schon was passieren. Mal reingucken. Er ist noch nicht angeschaltet. Wir sind aber schon 1 Minute drüber. Es müsste also eigentlich jetzt zugeschaltet werden. Also regulär schaltet die 1 Minute nach 23 Uhr zu. Heute ist Sonntag, also müsste der Handel jetzt einsetzen. Warum und wieso das nicht geht, weiß ich nicht. So. Sollte mit Verzögerung zu rechnen. Aber jetzt geht's los. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert. Ich gehe mal hier auf die Minute. Machen wir eine richtige Vergrößerung rein, dass man wirklich was sieht hier. Vorlagen, Hurricane Forex. Ja, also ein richtiger Sprung kann noch nicht gesehen werden hier. Alles noch ein bisschen zahm. Wollen wir sehen, aber das
will erstmal nichts bedeuten. Eingestiegen sind wir mit minus 0,44 nach unten. Ist hier was los? Mal gucken. Hier ist ein leichter nach oben Trend. Aber nicht so, dass man sagen müsste, man müsste jetzt so was tun. Interessant wäre, was hier passiert, aber ich denke mal, dass der Handel erst morgen losgeht. Also wir müssen ja überlegen, dass bestimmte Wertpapiere auch nur von bestimmten Handelshäusern gehandelt werden. Ne? Also dass jetzt Emittent jetzt am Sonntagabend extra in seinen Laden fährt und irgendwas kauft oder verkauft, das ist eher nicht anzunehmen. Aber der Währungshandel wird also auch schon Sonntag begonnen. So, wie sieht es hier aus in meinem Haupthandelssystem? Noch keine große Veränderung. Kurse liegen schon an. Also die Börse hat gestartet. Ist aber noch nicht wirklich passiert. Am Freitag kam es zum kurzen Einsacken der Kurse. Und eine kurze Gegenbewegung, aber nicht wirklich viel passiert, sage ich mal. Aber hier sind noch keine großen Aktualisierungen passiert. Also sehr unterschiedlich. Ja gut, so, wir haben jetzt hier einen leichten Aufwärtstrend, US-Dollar, japanischer Yen, wird sich aber nicht lange so zeigen. Der große Hieb ist momentan ausgeblieben, kann man drüber spekulieren. Ich würde sagen, Moskau öffnet ja erst um 5, nee, Moment, außerbörslicher Handel müsste so um 6 rum, also die haben 2 Stunden gegenüber uns. Hier würde der außerbörsliche Handel der eigentlich wichtigen Wertpapiere so um 8 Uhr losgehen. Um 9 Uhr würde die Frankfurter Börse öffnen. Da muss man jeweils 2 Stunden abziehen. Also es ist früh um 7, dass sich bei den Staatsanleihen was bewegt. Jetzt geht es erstmal darum, ob irgendjemand jetzt auf die Idee gekommen ist, sein Geld aus dem Euro-US-Dollar-Raum rauszuschaffen. Das ist das, was wir sehen wollen. Und dieser Trend ist noch nicht sehr stark. Aber ich gehe davon aus, dass es dann gleich losgeht und dass es hier dann zu den ersten Kursrutschen kommt. Weil die Japaner und die Chinesen handeln natürlich jetzt schon. Ne? Dort geht es jetzt los. Und würde jetzt sich der Kurs nach oben bewegen, würde es bedeuten, dass der Yen abverkauft wird und der Dollar gekauft, würde der Kurs nach unten gehen, wäre es umgedreht. Ne? Also würde der US-Dollar abwerten und der Yen steigen. Deswegen erwarte ich hier eine Trendwende nach unten und zwar eine ziemlich steile. Und da müssen wir dann mal gucken, wenn sich das hier bewegt. Da ist noch ruhig, das ist noch ein Gezappel, noch ein Kursrauschen. Also man muss ja auch überlegen, Freitag haben viele ihre Handelspositionen geschlossen. Das hat man auch richtig gesehen, dass es also richtig weggerutscht ist, der Kurs. Und es sind jetzt nicht viele Marktteilnehmer da. Also der Markt ist jetzt auch noch nicht liquide. Es sind noch nicht viele Käufer und Verkäufer da. Die große Bewegung wird dann so, schätze ich mal, so nachts um 3 und 4 einsetzen, wenn in Tokio und in fernen Ländern der Handel jetzt so an Fahrt aufnimmt. Ich erwarte aber einen Abwärtstrend für heute. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt hier benimmt. Zurzeit ist es relativ ruhig. Entschuldigung. Ja, gut. So eine schöne Kurve, wie wir sie hier gesehen haben, ist momentan nicht da. Aber wir haben natürlich jetzt um die Zeit auch relativ wenig Kundschaft. Ne? Das wird also erst, ich schätze mal so, um 8, um 9 ist da mit größeren Kursrutschen zu rechnen. Hier wird sich das erstmal langsam bewegen. Es geht mal kurz nach oben, aber ich gehe mal davon aus, dass der Haupthandelstrend abwärts ist. Und sobald das dann in die richtige Richtung unterwegs ist, werde ich also hier mal versuchen,
mal was zu handeln, aber zurzeit hat das keinen Sinn. Also das ist noch Marktrauschen, da ist noch, es sind noch so kleinere Bewegungen, da lohnt sich das nicht. Also das hätte sich ja gelohnt. Ne? Das sind ja richtig schöne Trendverläufe, wo man richtig ordentlich Geld verdienen kann. Aber das ist noch nicht so, wo man sagen kann, das lohnt sich jetzt. So, aber wir werden jetzt die ganze Woche das verfolgen. Und ihr könnt ja dann sehen, also ob ihr sich hier in dem Account was tut. Ja? Jetzt haben wir da hat's wenig Sinn, hier irgendwas zu handeln, weil man muss ja auch bedenken, ich muss ja da sogar noch andere Arbeiten erledigen, muss auch mal schlafen. Ich wollte es nur mal das Handelssystem zeigen und in weiteren Folgen werden wir dann das noch mal ein bisschen genauer angucken. Ne? Okay, dann mache ich mich erstmal wieder vom Acker und melde mich dann morgen im Laufe des Tages nochmal.